Der Traum von einer Frauenfußballweltmeisterschaft in Deutschland, Belgien und den Niederlanden ist geplatzt. Die WM 2027 soll in Brasilien stattfinden. Dies beschloss der FIFA-Kongress am Freitag in Thailand. Es ist das erste Mal, dass ein südamerikanisches Land das Turnier ausrichtet. Die brasilianische Bewerbung erhielt die Unterstützung von 119 Mitgliedsverbänden, die europäische 78. Man werde ohne jede Eitelkeit die beste Frauenweltmeisterschaft durchführen, sagte der Präsident des brasilianischen Fußballverbands, Ednaldo Rodrigues, und lud dazu ein, Scham und Glücksgefühl in Brasilien kennenzulernen. Brasilien war im Vorfeld der Abstimmung bereits leicht im Vorteil gewesen, nachdem eine technische Bewertung der FIFA das Land mit 4 von 5 Punkten bewertet hatte, gegenüber 3,7 Punkten für die Bewerbung von Belgien, der Niederlande und Deutschland. Diese hatten zwar mit einer guten Infrastruktur und kurzen Wegen zwischen den Spielorten punkten können, die 13 Stadien allerdings hatten auch eine geringere Kapazität.